Wo ist sie denn jetzt? Bin ich blöd? Ich hab hier auch, also bei mir ist hier niemand. Aber auf der Karte ist sie doch. Genau da, Liam. Bitte hier rumrennen. Ach Quatsch, unversöhnliche Geschwister, das ist doch in der anderen Welt. Ja, wollen wir ihm einmal ganz kurz wechseln? Ja, können wir gerne machen. Hauptserver. Bewegen. Transfer zum Hauptserver wird durchgeführt. 7 Sekunden ab. Oh, Ladebildschirm? Mhm. Dumm-di-dumm. Das Liam. Achso, jetzt steht die nämlich genau hier, verstehe, okay. Mit Liam reden. Unversöhnliche Geschwister, Geschwister. Noelem lässt mir etwas ausrichten, hat er euch gesagt. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn er es mir selbst gesagt hätte. Aber da er euch darum gebeten hat, Satan, scheinen es keine guten Nachrichten zu sein. Es wäre so schön, wieder wie in frühen Zeiten mit meinem Bruder den Anfängerserver zu verwalten. ich habe verstanden, ich möchte ihn nicht einmal mehr meinen Bruder nennen. Da unser Standpunkt wohl unvereinbar sind, möchte nichts mehr. Okay, okay, okay. Und wir kriegen 6800 Gold. Sehr schön, aber wir können hier noch... Wir können die überall, oder nicht? Ja, geht nur eine Nachricht und teilt ihm meine Gefühle mit. Vielleicht werden wir uns nie wiedersehen, wenn das so weitergeht. Zwischen Geschwistern kommt es häufig zu Streit, aber bei uns war es extrem. Alle haben sich Sorgen um uns gemacht. Über das Symbol Anfängerserver in der Menüliste und rechts gelangt ihr zum Anfängerserver und sucht dort Nolem und richtet ihm aus, dass mir alles sehr leid tut. Machen wir das. Oh, perfekt. Oh, wir kriegen so eine geringe Schriftrolle des Laufens, das ist sehr nice. Dann kriegen wir 5 Minuten höhere Laufgeschwindigkeit. Das ist am Anfang eigentlich relativ praktisch. Das stimmt. Jetzt direkt zurückreisen, ne? Ja. Und wieder zum Anfängerserver. Mit einer Verpackungsschriftrolle kann ein nicht handelbarer Gegenstand handelbar gemacht werden. Überbringt die Nachricht. So, Anfängerserver. So. Angriffsgeschwindigkeit, ja, ich will Angriff. Geschlossen, jetzt Schriftrollen. Leistet sie. So, dann lass uns mal, können wir, von hier konnten wir uns da auch porten, oder? Ja. Wieder, Teleportstatue, ne? Von Ischalgen. Wo war denn das? Hier. Hinter dir. Gar nicht mehr in meiner Gruppe, warte mal eben. Ach so, das konnten wir gar nicht von dem Ding, wo wir uns dran binden. Buff-Food benutzen. Hier oben, oder nicht? Hier? Ist das der? Nein. Osmar, Teleporter. Wo, da, wie war's? Warum? Wo, Teleporter? Du musst mit dem Typen reden, mit Osmar, Teleporten. Achso. Teleportieren. aber... Alles gut. Hat nicht geklappt. Kommt ihr oder geht ihr? So, wir können uns nicht teleportieren. Ja gut, dann laufen wir. Ich habe ja... hast du die eine Schriftrolle aktiviert? Nee, noch nicht. Aktiviere die, Martin. Bist du... Geringe Schriftrolle des Laufens, die hast du auf jeden Fall bekommen und dann ja noch eine optional. Ja. Hab ich aktiviert. Ich hab mir beide Schriftrollen jetzt auch erstmal in den Dings gezogen. Stimmt, die Idee ist Liste, auch nicht schlecht. Weil ich habe jetzt die, dass hier, dass noch meine Angriffsgeschwindigkeit um 5 Minuten lang um 3% beschleunigt wird. Ich verstehe nicht, warum ich diese eine Fähigkeit nicht auf dich anwenden kann. Achso, das ist nur, weil das... Okay, verstehe. Kann ich nur auf mich selbst anwenden. Alles klar. Achso, warte überhaupt? Mal. Besorgt Sprig-Korn-Sätze. Korn. Das müssen wir gleich noch eben einmal machen. Ich habe vergessen, bei wem wir die angenommen haben. Ob das in Aldell war oder in dem Wald, wo wir eben waren. Wo denn jetzt? Welche Quest meinst du denn? Das mit den Sprig-Korn... Ne, warte. Wie heißt das? Vorausplan.
Vorausplan, besorgt Precorns. Ja, das ist aber eine Dings-Quest, so eine. Verdammt, wir müssen noch. Ich habe die Asphab-Quest noch gar nicht abgegeben. Warte mal eben. Mal eben zurück. Habe ich gar nicht dran gedacht. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, vielleicht müssen wir gleich nochmal wieder zurück. Also, ich bin, ich habe jetzt die Korn-Quest fertig. Warte, warte, wo, was müssen wir dann so machen? Muss ich eben gucken, wo ich die abgeben muss. Ja, die muss ich in Aldell abgeben. Also zurück müssen wir so oder so. Du musst ja. Ja, dann warte eben, dann warte eben, bis ich die Kornsäcke aufgesammelt habe. Ja, mache ich. Müssen wir noch einmal zurück. Das war jetzt nicht so schlau, aber egal. Ach so, jetzt kann ich ja auch noch mal eben meine neue Fertigkeit ausprobieren. Ein Kornsack brauche ich noch. Hier ist Asphalt, warte, ich sammle noch ein bisschen Asphalt, kannst du noch ein paar Wildschweine töten in der Zwischenzeit. Mach ich ja. Kriegshammer habe ich gefunden. Brauche ich nicht. Bin auf Passen gegangen. Den trotzdem würfeln. Ja, aber dann kriegst du ihn automatisch. Ja, habe ich auch gesehen. Muss auf Würfeln gehen, weil ich bin auf Passen gegangen. So. Hast du die Säcke? Ja, jetzt habe ich alle drei. Ja, dann können wir jetzt ja zurück. So, ja. Sprecht mit Miju, Miju, Dero. Die Kornsäcke. Muss offen. Zu Denmar. Weg dahin kann ich mal eben gucken, wo Denmar ist. Ach, die sind alle da hinten. Weg dahin kann ich gleich einmal mit der Alten da reden. Ach so, und im Wald, wenn wir zurückgehen, müssen wir noch den Ring finden für diesen komischen Typen, der das Harz suchen soll. Ja, und ich muss noch, wie gesagt, einmal, wo ist es? Eine verlorene Akte. Du suchst das Gebiet um die Daru-Quelle. Ich weiß nicht genau, wo ist denn die Daru-Quelle? Lass dir das doch auf der Karte anzeigen, dann wird das, dann blinkt das. Wo ist das? Der Karte anzeigen? Wenn du die Quests auswählst, dann hast du da so ein Rädchen und da klickst du drauf und dann steht darunter Karte anzeigen. Das kann ich bei der nicht. Ja, das ist natürlich doof. Der Ruhquelle, eine kleine Quelle tief im Munelwald. Okay, dann müssen wir einmal den Munelwald untersuchen und da die Quelle finden. Ja, den müssen wir so oder so untersuchen. Ja, perfekt. Warte, jetzt ist hier doch erstmal, ja, da kann ich erstmal die Quest abgeben. Ja, und hier bei diesem Typen, der hier sitzt, hier oben, kannst du die andere abgeben. Entspannt euch, ihr wird verkrampft. Kriegt denn da Lebenstrank also so, und Parkplatz. Ihr habt also ein paar Breaks erledigt, ja, aber zur Sache habt ihr auch das Korn, selbstverständlich. So ist brav, ich habe euch da draußen gesehen, ihr scheint ordentlich was wegstecken zu können. Das ist immer gut. Zu viele Rekruten aus der Stadt können zwar austeilen, aber nichts einstecken. Sogar die Strix haben schon herausgefunden, dass einige von unseren Jungs nicht ganz so zäh sind wie die Veteranen und Ulgorn selbst. Sie werden immer aggressiver und wenn wir nicht bald durchgreifen, wird es noch böse enden. Ach super, jetzt müssen wir da wieder hin und diese Sprig-Sammler da töten. Das ist natürlich jetzt. Geht zu den Sprig-Hütten am Tunapra-See zurück und muckst kaltblütig 6 Sprig-Sammler ab. Sät Angst und Zerstörung. Blut für Blut. Springfield. Ja, selbstverständlich machen wir das. So, mach mich nochmal ein bisschen schneller hier. Meine Steinhautfertigkeit hat eine, habe ich 5 Minuten lang, ein magisches Schild, das 100% Wahrscheinlichkeit hat, Schaden zu absorbieren. Nicht schlecht. Den Sprig-Sammler. Nee, aber eine Asphalt-Pflanze. So, ja, die ist für dich. Lass die, warte, hier ist eine für mich. Ah, die sammelt der Typ jetzt schon. Nein, sammelt er nicht. Bis wie viel sind Gegenstände eigentlich stackbar? Ich habe jetzt einen 9er Stack Asphalt. Weiß ich nicht. Ich habe Asphalt inzwischen wieder verkauft. Und hier ist Sprig Sammler? Ja, hier sind Sprig Sammler. Perfekt. Ja, perfekt. Komm ein bisschen in meine Nähe. Achso, du bist du schon. Hinter dir ist noch eine Pflanze, auch die du wieder sammeln kannst. Ja, habe ich eben schon gesehen. Wie viel müssen wir killen? 6.
Ja, mach, fang du schon mal an. Krieg die ja auch mit. Wenn ich gesammelt habe, kannst du sammeln und dann kill ich weiter. Das ist doch eine gute Idee. Wenn du was sammelst. Moment, was tust du überhaupt? Ich sammle gerade hier so einen Asphalt ein. So, und jetzt kannst du zu dem anderen Asphalt gehen und den sammeln. Und jetzt ist dann... Doch. Geh du zu dem anderen Asphalt und sammel den und ich töte hier weiter. Moment. Den will ich noch eben mitnehmen hier. Wo war denn das? Ach, da ist das Asphalt. So, eine fehlt uns noch. Aber gleich wieder hinknien. Ich glaube, wir haben alle, oder? Ja, ja, ja. Habe ich noch ein paar Wildschweine. So, das war's. Dann gehen wir jetzt zurück zu den Typen. Müsste gleich mal eben ganz kurz weg, aber du musst ja sowieso laufen, dann gehe ich einfach auf Folgen und dann kannst du schon mal zu dem Wald laufen. Okay. Dauert so, keine Ahnung, eine Minute. Oh, Roma-Stoffschuhe. Nee, nehmen wir doch jetzt, würde ich sagen. Hast du schon andere Schuhe? Nee, nehmen wir jetzt die Ketten. Meine ersten Schuhe. Ja, ich habe natürlich die... P. Ich bin gleich wieder da. Sind die Schuhe. Jo, bis gleich. Achso, hast du auf Folgen geklickt? Ah, das gibt's doch nicht. Hat er jetzt auf Folgen geklickt, der Dödel? Schild kann ich auch noch mitnehmen. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Folgt er mir jetzt? Ja, sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder in den... Wald. Oh, jetzt ist er da. Das gibt's doch nicht. Toll, jetzt hat sich das gelöst. Duellieren, flüstern, Details. Muss er eben später dazukommen. Kann ich jetzt auch nichts für. Werde ich in der Zwischenzeit schon mal ein paar Panzerschnüffler töten. Und mal schauen, vielleicht finde ich ja den Ring schon. Hallo? Hallo. So, verdammt. Was ist passiert? Hast du schon gelaufen, oder? Ja. Du bist mir ja auch gefolgt. Ja, und dann bin ich an einem Stein hängen geblieben. Das ist natürlich sehr blöd. Aber da vorne bist du, glaube ich, ja. Da ist Franz Beckenbauer. Das ist der echte. Mit Sicherheit. Soll ich mal in den Chat schreiben? Ja, frag ihn mal, wer der echte ist. Flüstern. Bist du der... Ah, warte mal, ich habe Caps Lock aktiviert. Bist du der echte Franz Beckenbauer? Bauer. Ihr seid Starter und könnt nur mit Spielern flüstern, die auf eurer Freundesliste stehen. Oh. Ab Stufe 10 könnt ihr mit allen Spielern flüstern. Na toll. So, das Karte anzeigen. Ich bin fast da. Sehr schön. Wo bist du denn? Hängst du noch hinten bei der Brücke oder was? Warum stehst du da oben? Nein. Du stehst da einfach nur. Unnötig. Stehst du vor irgendeinem anderen Typen oder was? Nein, du wirst mir angezeigt, dass du hier beim Tumpa-See bist. Ich bin jetzt gerade im Wald. Geh mal einmal aus meiner Gruppe raus. Die Anzeige gerade irgendwie buggy. Oder warte, ich komm zu dir. Vielleicht liegt das auch irgendwie, Als ich zu weit von dir entfernt bin. Wie öffne ich nochmal die Gruppen? Wie öffnest du die? Nein, alles gut. So, hab die Gruppe verlassen. Warte, ich komme jetzt in den Wald. Ich bin jetzt auch hier im Wald. Wo stehst du denn im Wald?
mitten auf der Straße. Bei dem Teleportationsschrein. Da bist du, da kommst du. Ich seh dich. Da bist du. So, ich muss jetzt hier die Quelle finden, auf jeden Fall. Was müssen wir hier noch machen? Wir müssen hier Panzerschlüffler töten, denn einer von denen hat einen Ring verschluckt. Dann töten wir mal Panzerschlüffler. Zack, zack, los. Oh, meine hat schon getroppt. Echt? Ja. Toll, ich kann die ganzen Dinger da nicht öffnen. Die ganzen blöden Viecher. Kann da nicht reingucken. Und wenn ich ist da nichts drin. Soll ich jetzt reingucken? Ja. Silberring. Sehr schön. Den müssen wir. Warte, ich will hier noch das Ast versammeln. Du kannst. Willst du meine töten? Wem müssen wir denen geben? Dem Typen, dem wir, wo wir vorhin die Funkler und sowas getötet haben. Achso, da hinten, warte, ich sehe schon. Geh doch sonst schon hin und kannst du ihm vorlesen oder so. Das mache ich sehr gerne. Ah, ich nehme das Asphalt da auch nochmal eben mit. So. So. Dum 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 dum. Hallo? Dann gehe ich schon mal zu Darby hin. Ja, ich bin auch gerade fertig. Seid gegrüßt. Ihr seid schon zurück. Habt ihr ihn finden können? Bitte sagt, dass ihr ihn habt. Ja, ich versuche nichts im Leben zu bereuen, wie es ist, sich für einen Asmodier gehört. Aber das hier ist etwas anderes. Ist das der Ring? Ihr habt ihn gefunden, danke. Ich hoffe, ich hatte die Hoffnung fast aufgegeben, ihn jemals zurückzubekommen. Und obwohl ihr ihn an einem solchen Ort gefunden habt, scheint er nicht einmal beschädigt zu sein. Es ist wohl unwahrscheinlich, dass ich Ademia jemals wiedersehe. Aber falls doch, werde ich dafür sorgen, dass sie den Ring wieder annimmt. Sei es als Ehering oder wie ursprünglich als Familienerbstück, als Erinnerung an die Menschen, die sie aufgezogen und geliebt haben. Okay. Okay, dafür gekriegt. So, jetzt müsste ich hier diese Quelle mal suchen. Wo zum Teufel ist Dalor? Gut, okay. Ja, such das mal. Such du mal die Quelle. Ich töte Wildschweine. Hier hinten ist Asphalt, das kannst du sonst einsammeln. Bist du gerade hingerannt? Nach geradeaus. Auf den Weißfuß Daru. Bälle ich hier. In dem Waldgebiet drin? Ja, ich laufe einfach mal den Rand ab. Noch mehr Asphalt. Wie weit geht das denn? Ich habe auch Asphalt gefunden. Aber das Asphalt will ich haben. Perfekt, jetzt. Ich hab Sammeln schon auf 11. Wo hast du Sammeln jetzt? Auf 11. Gerade eben auf 11 Punkte aufgewertet. Ja, bald schon bestimmt das nächste Material kommen. Jetzt ist es auf 12 Punkte. Nee, bei mir noch nicht. Oha. Jetzt auf 12. So. Aber hier, ich sehe hier keine Quelle. Das ist mein Problem gerade so ein bisschen. Also solange das Asphalt gelb ist, ist das ja noch, bringt uns das ja auch noch was. Ja, natürlich.
Wird den ja wahrscheinlich irgendwann, ich weiß nicht wie das hier ist, grün und dann grau. Da hinten ist noch Ast. Hier die Quelle. Ich sehe hier nirgendwo etwas, das einer Quelle. Da hinten vielleicht? Das ist auf jeden Fall extrem viel Asphalt. Ja, ich sitze auch schon wieder vor einem Asphalt-Ding. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit Asphalt sammeln, ich will die Quelle finden. Hier. Wo? Oh. So, Ecke. Sehr gut. Wenn du eine Quelle findest, ne? Ja, sag ich Bescheid. Kannst du mal am Rand rechts entlang gehen? Ist das Quelle wie eine Wasserquelle, ne? Ja, ich weiß es auch nicht. Bei mir steht nur eine verlorene Axt und dann untersucht das Gebiet um die Daru-Quelle herum. Und hier sind ja überall Halbmond Daru und ich bin jetzt gerade am gucken, ob hier bei denen, das muss ja dann irgendwas mit den Daru wahrscheinlich zu tun haben. Die sind Halbmond Daru. Also hier bei mir nicht. Ja, geh mal, wo ist die Daru-Quelle? Das ist jetzt die Frage, die sich alle stellen. Wie gesagt, ich kann es auch nicht auf der Quest, auf der Karte anzeigen lassen. Und tot. Ein Revolver gefunden. Das ist natürlich auch cool. So, Asfa. Hier sind noch Daru. Vielleicht eine Quelle. Quelle, das sieht. Warte, das könnte eine Quelle sein. Ja, ich habe sie gefunden, die Daru-Quelle. Das Gebiet hier untersuchen. Rund um die Daru-Quelle. So, und zack. Mana-Stein ausweichen plus 4. Wie war denn das noch mit den Mana-Steinen? Einfach, ich glaube, doppelklicken und dann musst du nur ein Dings haben, was einen Sockel hat. Eine Waffe. Du kannst einfach doppelklicken oder darauf ziehen. Kampfmodus verhindert. Das, ja, toll. Warte mal. Und was muss ich jetzt hier machen? Der Dieb und die Quelle. Es war einmal ein gutmütiger Dieb. Er stahl von den Reichen und gab den Armen und alle verehrten ihn, mit Ausnahme der Reichen. Eines Tages schlenderte der Dieb durch den Wald, als er plötzlich eine Eisenaxt erblickte, die tief in einem Baumstumpf steckte. Was für eine prächtige Axt! Gewiss gibt es einen armen Holzfäller, der sich darüber freuen würde, rief der Dieb. Aber die Axt steckte so tief im Baumstumpf, dass er sie nicht frei bekam. Ich muss einen ganzen Stärke zusammennehmen. 1, 2, 3. Er zerrte mit aller Gewalt an der Axt und sie löste sich aus dem Baum. Er zog jedoch so fest, dass sie aus seinen Händen glitt und in die Daru-Quelle flog. Oh, wie schade. Nun ist die Axt fort, sagte der Dieb. Der, obwohl er ein Gesetzloser war, viel zu höflich war, um zu fluchen. Er blickte in die tiefe Quelle, viel zu tief, dass er hineinspringen und die Axt hätte holen können. Ich gehe hier gerade durch die Quelle und es ist halt so kniehohes Wasser, ne? Er setzte sich auf den Baumstumpf und überlegte, wie er die Axt aus der Quelle holen könnte. Plötzlich erschien ihm ein alter Deva, der eine Beule an seiner Stirn. Plötzlich erschien ihm ein alter Deva, der eine Beule an seiner Stirn rieb. Wer seid ihr? Habt ihr die Axt in meine Quelle geworfen? Rief er. Der Dieb war völlig verwundert. Er war sprachlos. Habt ihr die Axt geworfen? Ich will in Frieden meditieren und irgendein Lumpschleuder mit einer Axt. Der Deva war so erzürnt, dass der Dieb mit Mühen eine Antwort hervorstotterte. Oh, es tut mir so leid, Deva. Ich sah die Axt in den Baumstumpf stecken. Wollte sie nur herausziehen, um sie einem Holzfäller zu geben.
Der Deva schien überzeugt, dass der Dieb niemandem etwas zuleide tun wollte. Ah, ich vergebe euch. Und nun verschwindet. Der alte Deva begab sich wieder ins Wasser. Dem Dieb kam plötzlich ein Einfall und er sagte, verzeih Deva, würdet ihr mir die Axt zurückgeben, bevor ihr geht? Der Deva tauchte zurück in die Quelle und kam mit einer glänzenden Axt aus Gold wieder empor. Ist es diese Goldaxt, die ihr fallen gelassen habt? Fragte der Deva. Dort unten liegen einige Äxte, weil Narren wie ihr ständig Äxte in Quellen werft. Aion weiß warum. Ich will sicher gehen, dass ich euch die richtige Axt gebe. Die goldene Axt sah teuer aus. Er könnte einen armen Menschen sehr glücklich machen, wenn er ihm diese Axt gebe. Aber er war ehrlich, obwohl er ein Gesetzloser war. Nein, das ist eine prachtvolle Axt. Aber es ist nicht die meine. Also schön, ich werde mich schon einmal umsehen. Der alte Däver tauchte wieder in das Wasser und kam mit einer silbernen Axt hervor. Ist das die Axt, die ihr verloren habt? Nein, sagte der Dieb. Das ist eine wunderschöne Axt, aber nicht die Axt, die ich verloren habe. Der Däver runzelte die Stirn und tauchte erneut in die Quelle hinab. Nach einer ganzen Weile kam der Däver mit einer eisernen Axt hervor. Ist das die Eisenaxt, die ihr verloren habt? Als er die rostige Eisenaxt erblickte, nickte der Dieb. Ja, das ist sie wohl. Das ist die Axt, die ich verloren habe. Der alte Däver lächelte, als er die Antwort hörte. Ich wusste wohl, welche Axt ihr verloren habt. Ich vergesse nie eine Axt, die man nach mir wirft. Ich wollte nur sehen, wie es um eure Ehrlichkeit bestellt ist. Der alte Deva gab dem Dieb alle drei Äxte. Nehme sie als Belohnung, weil ihr der letzte ehrliche Mensch im ganz Asmodea seid. Der Deva verschwand in der Quelle und ließ den Dieb verwirrt zurück. Als er in das Dorf zurückkehrte, verkaufte er die goldene und die silberne Axt für viel Geld. Er gründete eine neue Banditenlager und lehrte junge Banditen aus allen Ecken des Landes, wie man von den Reichen stiehlt und den Armen gibt. Ganz toll. Und jetzt muss ich hier nur irgendwie... Sollen wir jetzt... So ein bisschen Robin Hood Story, kann das sein? Ja, so standardmäßig, ne? Rätselhafter alter Mann, hä? Geht das denn? Was soll ich denn jetzt hier machen? Versucht das Gebiet um die Daru-Quelle. Mach ich. Oh, die hier. Ich muss hier gerade ganz schön einstecken von diesem blöden Darus. Aber was soll ich denn. Ah, was ist das denn da? Ich weiß es natürlich nicht, was soll ich denn jetzt hier machen, damit ich überprüfen kann, ob da wirklich ein. Kann ich irgendwas mit der Schriftrolle machen? Können wir auch langsam mal weitergehen? Ich weiß nicht, wie ich hier... So, ich töte hier die ganze Zeit Wildschweine. Das ist bestimmt gleich Level 8. Bin ich wirklich. Fehlt mir nicht mehr allzu viel. Ja, du kannst ja mal eben zu der... Komm doch einfach auch zu der Quelle hierher. Dann kannst du eben mit gucken, was siehst. Oder ich töte weiter Wildschweine. Nein, komm hier mit zu der Quelle und hilf mir suchen. Oder ich töte weiter Wildschweine. Nein, komm hier zu der Quelle. Digga, ich muss einmal gucken, wo du bist. Alter, bist du weit weg. Oh, falsche Richtung. Du musst doch... Das? Achso, Satan, Balde. Daru-Quelle. Und was muss er hier überhaupt machen? Und ich muss nur das Gebiet untersuchen, sagt er mir. Mhm. Okay. So, hier. Hast du mit der Typen Tussi hier schon gesprochen? Hier steckt eine Axt im Baum. Wo? Na hier, in diesem Baum. Eisenaxt. Oh, tatsächlich. Oh, meine Fresse. Jetzt muss ich die wahrscheinlich hier... Ja, rätselhafter alter Mann. Könnt ihr es nur wagen, mich anzusprechen? Verschwindet! Okay. Dann gehen wieder weg. Habe ich jetzt die...
Wo kann ich denn Questgegenstände sehen? Wenn du I drückst, im Inventar, werden die sofort mit angezeigt bei mir. Nee, doch nicht. Ja, ich habe die aber weggeixt eben gerade.